Jo Leute, was geht ab? Wir gehen wieder rein in Shorts und später schauen wir uns noch ein ganz langes Video von Alpay Santi an. Let's go. Oh, na sowas. Alpay Santi ist auch direkt am Start. Hey, es wird noch nicht gepackt. Wir haben noch 5 Minuten. So trickst du deinen Lehrer aus, okay? Oh, beantworten Sie die nächste Frage richtig und wir machen das, was Sie sagen, okay? Okay, was ist 3 packen minus 2 packen? Einpacken. Ha! Er hat einpacken gesagt. Okay, danke. Ciao. Hey, hasta la vista, baby. Bye, bye. Tschüssikowski. Auf Wiedersehen. Den hat unser Lehrer aber damals auch immer gebracht. Dann hat er mich gefragt, also so immer jemanden random aus dem Klassenunterricht, der das noch nicht kannte. Der ist einfach so gekommen und meinte so zu mir, Danny, was sind 3 packen minus 2 packen? Und ich dann so, hä, wie, was, ja, 1. Und er so, nee. Und dann hing ich da wirklich so 2 Minuten, bis ich dann auf 1 packen gekommen bin und dann durften wir nach Hause gehen. Das fand ich schon cool, Digga. Das war schon ein geiler Move von meinem Lehrer. Wenn du der Endboss bist, aber der Spieler ein Speedrunner. Hast du gerade geskippt? Sorry, ich hab wenig Zeit. Ich warte hier seit Äonen auf dich und du hörst nicht mal. Was machst du da? Ich glitch mich durch den Boden in den zweiten Bossraum. Woher weißt du? Nein, du darfst doch noch nicht. Ihr seid stark. Doch jetzt. Nee, oder? Du hast mich ja bis jetzt noch nicht mal angegriffen. Mein Dialog ergibt nicht mal Sinn. Wie gesagt, keine Zeit zu verlieren. Du hast unsere Welt gerettet. Du bist unser Held. Leute, er hat mich nicht besiegt. Ich bin immer noch da und bedrohe eure Welt. Ja, man kennt sie ja, die Speedrunner, ne? Stell mal vor, die Bosse haben echt Gefühle. Das wäre nervig. Und was hast du zu Ostern bekommen? Oh, Grüße gehen raus an Leyen. Hallöchen, mein Lieber. Ich hab zum Osterhase bekommen und meine Lieblingsschoki, Kinderriegel. Und danach sind wir mit meiner Omi und mit meinem Opi zusammen essen gegangen. Und ich habe eine ganz große Portion Spätzle mit extra viel Soße bekommen. Sehr gut. Ich hoffe, du hast dich auch ordentlich bei deinen Eltern bedankt. Und du? Ja. Digga, das Rich Kid. Ich habe jemandem zu Ostern eine PlayStation 5 geschenkt, ne? Das ist dann jetzt das Rich Kid. Aus meiner Community hat jemand eine PlayStation 5 gekriegt, Digga. Momme, Grüße gehen raus, falls du das siehst, Brudi. Oh, ich habe auch mal coole Geschenke bekommen. Eins sieht man vielleicht schon. Die neuen Travis Scott Special Limited Edition. Ah, hier, 200 Scheinchen. Dieses extra Taschengeld. Die V-Bucks laden sich ja nicht von alleine auf. Aber scheiß mal auf die V-Bucks. Ich habe hier endlich die erste Wave mit Bubbats. Yo, USB-Stick, Digga. Lass mal ein bisschen chillen. Und ganz vergessen, für das Zocken zwischendurch hier meine neue PSP. Ja, Digga, die Leute, ne? Es gibt wirklich diese in der Schule, Leute, die kriegen zu Ostern gefühlt, Mann, ein halbes Haus geschenkt. Und du fragst dich so, Bruder, ich hab Schokolade gekriegt. Was ist das denn? Digga, Hashtag Geschenk in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was ich meine. Es gibt die, es ist so. Dieses McDonald's hat eine 1-Sterne-Bewertung und das hier hat 5 Sterne. Aber boah, Maelo habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Bro, du bist zu wenig in meinem Feed, warum? Ich liebe deine Videos. Sind sie wirklich so unterschiedlich? Starten wir beim Schlechten. Ich bestelle 3 Sachen, den Big Mac, die Pommes und die Nuggets. Beim Warten habe ich mir Gute den Wahl. Daten angesehen. Der Boden klebrig, Bestellterminal Eklig. Kaputt, Desinfektionsmittel ja. Leer. Der Innenraum kriegt 1,5 Sterne. Aber die Wartezeit war nur 1 Minute. Der Big Mac sah grässlich aus. Ja, Bro, das ist typisch McDonald's, Digga. Was erwartet man? Geschmacklich, aber okay. 3 Sterne. Die Pommes... zu wenig gesalzen. 2 Sterne. Die Nuggets? Viel besser als gedacht. 4 Sterne. Gesamtbewertung? 2,5 Sterne. Aber wie sieht's beim 5-Sterne-McDonald's aus? Es sieht direkt viel gepflegter aus. Tische glänzen. Bestellterminals funktionieren. Mitarbeiter putzen. Der Innenraum kriegt 4,5 Sterne. Aber die Wartezeit war 3 Minuten. Der Big Mac? Zu wenig Soße? 3,5 Sterne. Pommes? Krass. 4,5 Sterne. Die Nuggets? Solid. 4 Sterne. Der Unterschied war viel größer als erwartet. Ja, logisch, Mann. Leute, wenn ihr es noch nicht gewusst habt, diese McDonald's-Filialen haben ja einen Filialleiter, der von den Gewinnen was bekommt. Ja, also ich könnte jetzt auch eine McDonald's-Filiale aufmachen und dann müsste ich McDonald's was von meinem Gewinn abgeben. Aber es liegt immer an diesem Filialleiter, wie heftig abgeranzt dieser McDonald's eigentlich ist. Und richtig gute Filialleiter haben gutes Personal und die sorgen dafür, dass McDonald's auch immer schön sauber bleibt. So ist das. Normale Leute. Die etwas aufheben. Versus ich. Klassiker, Digga, den mache ich so oft. Leute, jetzt sich kratzen, Digga, mit den Füßen. Safe, mit den Füßen. Ja, ist so, echt so. Strafarbeit schreiben normal, Leute. Bruder, ich schreibe gar keine Strafarbeit, ich sag's nur.
Ja, der Klassiker. Die Treppe hochgehen, normal Leute, und ich gehe 3 Stufen direkt oder rennen. Ja, safe, kann ich fühlen. Klamotten wegräumen, normale Leute? Nee, Digga. Ich lass die liegen. Ja, Bro, pack einfach auf den Stuhl, safe. Ja? Getränk einschütten. Ja, das mach ich bei Kollegen immer, ne? Bei Kollegen, wenn wir im Restaurant sitzen oder so, Leute, das ist der Klassiker. Zwei Tage schon abgelaufen. Wenn ich Essen wegschmeiße, boah, ich hasse das, ne? Ich hasse Essen wegschmeißen, Leute. Ich schmeiß es weg. Ich schmeiß es weg. Ich schmeiß es weg. Ich schmeiß es weg. Das bin ich. Safe, das bin ich. Kannen Kokyu. Ichi no kata. Yo. Ja, Digga, der edit am Ende noch, hä? Okay, das Video war richtig random, aber ich fand das mal eine coole Abwechslung. Wenn man früher mit seiner Mutter Spiele kaufen war und das passiert. Oh no. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich würde gerne GTA für meinen Sohn kaufen. Okay, Sie wissen aber schon, dass das Spiel eine Altersbegrenzung hat? Ja, mein Sohn hat mir schon erklärt, dass das nur so ist, weil man im Spiel Autos fahren kann, oder? Mit Autos fahren? Ja, das stimmt. Dann würden wir das Spiel gerne kaufen. Sie können das Spiel gerne kaufen, wenn Sie wollen, dass Ihr Sohn gewalttätig wird, Verbrechen begeht und mit Waffen rumläuft und Leute abknallt. Wie bitte? Und schlechten Einfluss bekommt er dadurch auch noch. Wir nehmen das Spiel trotzdem. Was? Wirklich jetzt? Ja. Aber nur, dass ich dir damit den Arsch versohlen kann. Digi, meine Mom war da damals zum Glück nicht so schlimm. Aber soll ich auch sagen, warum? Ich habe zu meiner Mama gesagt, ey, ich mache in der Schule alles. Ich werde nicht schwänzen. Ich mache alles easy peasy, wenn ich diese Games zocken darf. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn ich sauer werde oder du irgendwas checkst, dass irgendwas nicht cool ist, dann darfst du mich direkt so. Direkt so, habe ich zu ihr gesagt. Dann hat sie gesagt, okay, das ist ein Deal. So würde ich mit meinen Kids vielleicht nicht mehr unbedingt, also GTA ist ein bisschen zu heftig, aber so Ego-Shooter oder so, da kann man drüber reden, sag ich mal. Hat mir zumindest auch nicht unbedingt geschadet. Du mit Designfels, aber sie werden immer bodenloser. Kann mir jemand sagen, was mit dieser Frau passiert? So sehe ich auf jedem zweiten Foto aus. Dieser Elefant sollte unbedingt mal zu einer Routinekontrolle zum Arzt gehen. Abgesehen davon, wer konstruiert sowas? Und wenn das Homer Simpson sein soll, dann ist es schon schlimm genug. Aber wer baut vorne und hinten dann einen Eingang und Ausgang? Ja, also das ist ja richtig random. Wer baut denn sowas? Ich glaube, der Designer hat nicht verstanden, wie ein Selfie-Stick funktioniert. Und auf dieser Münze steht Hoffnung auf Englisch. Aber wenn man es umdreht, wird es ganz kritisch. Der Designer von diesem Bild hat auf jeden Fall keinen Photoshop-Kurs bestanden. Und das Einzige, was ich da lesen kann, ist, wir unterstützen Kindermisser. Ach du heilige Mutter Maria. Auf dieser Speisekarte ist ein unlösbares Labyrinth abgezeichnet. Da wird man direkt vor dem Essen an das harte Leben erinnert. Und auf dieser Website muss man seine Handynummer ein bisschen umständlicher haben. Yo, wie nervig ist das denn? Das Buch heißt Kids are Weird, aber dass der Autor Brown heißt, macht die ganze Sache noch viel kritischer. Und diese Rampe da rechts ist für Rollstuhlfahrer gedacht, sieht aber eher aus wie ein Jump'n'Run. Da ist der Jump'n'Run im Hintergrund aber schon... Ach, Tordy Shorts, ne? Soll sich mal öfter zeigen, Digga. Ich bin mal gespannt, ob der auch irgendwann reagiert. Ich bin eine Nacht alleine im Rossmann und... So wäre ich da auch geendet, ne? So wie sie da gerade auf dem Boden gesessen ist und Schokolade gegessen hat, wäre ich auch... Was ich will. Der Rossmann ist so riesig, die haben einen Fahrstuhl. Da steht Kasse geschlossen. Na, jetzt nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Durchsage machen. Herzlich willkommen zu Jessys Pyjama-Party. Ich bin Single! Wenn wir schon an der Kasse sind, ich nehme ein Kinderjoy. Dankeschön. Ich habe eine Liste vorbereitet mit Dingen, die ich machen will, damit ich nicht abgelenkt werde. Da ist das Make-up. Wir müssen das Make-up und so Beauty-Produkte testen. Niemand ist hier. Wir brauchen auf jeden Fall einen Korb. Jo, ich würde alles einpacken. Rossmann, Digga, ist auch was für Männer, Leute, ehrlich. Illegal an, aber... Nimm mich mit. Es gibt so geile Charlotte Tilbury Dupes. Ich kann nicht aufhören, Sachen zu nehmen. Niemand kann mich aufhalten. Ist ja so. Digga, du hast da einen Spiegel, da kannst du dich entspannt davor setzen. Ich will noch so Masken und Skincare machen, aber das machen wir später, wenn wir schlafen gehen. Und das Bett aufbauen. Ich bin halt nur hier wegen dem Essen. Was? Ja, da wäre ich jetzt drüber. Alter, ne? Hier die Hitchleys, Leute, Cola. Bruder. Oh. Hitchies heißen die mittlerweile, sehe ich gerade. Diggi, Hitchies Cola. Boah, Digga, böse, Mann. Kracht richtig rein. Sollen wir probieren? Ja. Also, das ist das Traumszenario eines jeden Traumszenarios. Auch für mich.
Oh Leute, könnt ihr mal was Rossmann klären, Digga? Ruft mal bitte an. Aber jetzt will ich euch nochmal ein Video von Alpaisanti zeigen, Digga, wie er vor Gericht war. Let's go! Was im vorherigen Video geschah. Oh. Hier, bitte. Was ist das? Eine, du kommst aus dem Gefängnis frei, Monopoly-Karte. Hey, lass die Fenster und er hat dich da raus. Nicht weg. Ihr Yo, was ist das denn hier? Digga, das ist ja auf dem Fußballplatz. Keine kriegt mich nie. Oh, passen Sie auf. Oh. Wow, das war so cool. Nochmal. Das ist jetzt die Gerichtsverhandlung. Ich sollte mich doch um meine Verteidigung selbst kümmern, stand in meiner Einladung. Und deshalb habe ich zur Verteidigung meinen Stock mitgenommen. Ich bin trotzdem sicherheitshalber da für Sie. Ja, besser ist. Stehen Sie auf. Warum? Gehen wir etwa wieder? Nein, der Richter ist da. Fick den Richter. Herr Santi, geboren am 16. Mai. Ja? Jedes Jahr. In welchem Jahr Sie geboren wurden? Da waren Sie wahrscheinlich noch flüssig. Wählen Sie Ihre Worte weise. Ich belasse es jetzt bei einer Mahnung. Beim nächsten gibt es ein Bußgeld. Yo, Leute, ich war ja auch schon vor Gericht als Polizist. So, und ich kann sagen, wenn jemand so im Gericht mit dem Richter sprechen würde, wäre der erledigt, Digga. Und ich meine nicht dieses, sondern dieses psch, erledigt. Mein Mandant ist am 3.5.1948 geboren. Danke. Du scheiß Petze. Sie wohnen wo? Bei meinem Sohn. Und wo wohnt Ihr Sohn? Bei mir. Gott verdammt, wieso beantworten Sie meine Fragen nicht einfach direkt? Ich nehme grundsätzlich an Umfragen nicht teil. Wir sind hier bei einer Gerichtsverhandlung, also sagen Sie mir, wo ist Ihr Haus? Mein Haus ist neben meinem Nachbar Gustav. Wo wohnt Ihr Nachbar Gustav denn? Na, er wohnt neben unserem Haus. Wir wohnen hier, er wohnt da. Herr Santi wohnt in der Richard-Wagner-Straße 2 in Köln. Wieso sitzt so ein Justus neben mir? Er snitcht die ganze Zeit. Das ist Ihr Pflichtverteidiger und ich bin gerade echt froh, dass er da ist. Ja, also bisher muss ich sagen, Digga, der Typ, der muss die Anklage des Lebens kriegen. Der wird hundertprozentig in den Knast kommen. Um Ihnen zu helfen? Scheiß auf dich! Also gut, Sie werden beschuldigt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Fahrerflucht. Ich bitte Sie immer bei der Wahrheit zu bleiben. Sie wissen, was passiert, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Was haben Sie gesagt? Mein Verteidiger meinte, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, gewinnen wir. Wie bitte? Was? Nein, nein, sowas habe ich nie gesagt. Was soll das? Wenn wir im selben Boot sitzen, dann so, Motherfucker. Nur mal zum Sachverhalt. Herr Santi, erzählen Sie uns doch mal, was Sie am 16.05. um 16.15 Uhr gemacht haben. Wenn ich mich recht erinnere, mit dem einen Auge habe ich auf den Kalender geschaut und mit dem anderen Auge auf die Uhr. Was soll diese dumme Antwort? Was soll diese dumme Frage? Ich weiß nicht mal, was ich heute früh gefrühstückt habe. Erinnern Sie sich an dieses Auto? Der Kollege von der Polizei hielt Sie damit an. Er stellte sich heraus, dass dieses Auto geklaut ist. Das ist mein Auto! Also sagen Sie mir, wie kamen Sie drauf, das Auto zu stehlen? Nun ja, das Auto stand vorm Friedhof und das Auto war alt. Also dachte ich, der Besitzer sei tot. Angenommen, es ist so. Wieso brechen Sie einfach in parkende Autos ein? Weil mir fahrende Autos zu schnell sind. Ah, und wieso erzählen Sie mir heute was ganz anderes als gestern? Naja, weil Sie mir die Geschichte gestern nicht geglaubt haben. Naja, ich dachte, die heute wäre glaubwürdiger. Und dies wird... wirklich wahr. Das ist doch alles erfunden und gelogen. Das ist doch offensichtlich. Er ist wirklich nicht mehr ganz bei Trost. Der Nächste, der unaufgefordert im Gerichtssaal etwas sagt, wird rausgeworfen. Nein, tun Sie es nicht. Olle, olle, olle. Kölner Jungs alle, wir lieben unsere Mannschaft. Ruhe! Ich ermahne Sie kein drittes Mal. Bitte bleiben Sie locker. Dieser Bluffer, ich dachte, er würde mich jetzt nach Hause schicken. Dietmar Dieterle, erzählen Sie uns doch als Opfer Ihre Seite der Geschichte. Schau mal, selbst der Richter nennt dich Opfer. Der Typ, der Gauner hat mich auf offener Straße überfallen und weil ich nichts dabei hatte, schlug er und bedrohte mich. Jo, ist das nicht ein Opa, Mann? Was, Digga, was ist denn der Opa für ein Straftäter? Da muss ja richtig los jetzt, ne? Und weiter? Ich sagte aus Angst, ich hätte bares Geld im Auto, also lief mir dorthin. Wie viele Meter waren Sie denn circa zum Auto entfernt? Ich weiß nicht so genau. Ich kann es Ihnen sagen, es waren genau 18,5 Meter. Wieso können Sie es so exakt angeben? Ich habe natürlich sofort nachgemessen, weil ich mir dachte, dass mich sicherlich irgendein Idiot danach fragen wird. Wow!
Das kannst du niemals bringen. Niemals. Da wärst du hebs gegangen ohne Ende. Wenn Sie jetzt wirklich ein letztes Mal, dann kommen Sie einem Bußgeld nicht davon. Ich höre, als wir dann beim Auto ankamen, gab ich ihm die 1000 Euro und dann zischt er mit dem Geld und meinem Auto ab. Interessant. Scheint so, als wäre Ihre zweite Geschichte auch gelogen, Herr Santi. Was sagen Sie dazu? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Er sitzt neben Ihnen. Was wollen Sie denn sagen? Scheiß auf dich! Herr Santi, sagen Sie, können Sie eigentlich auf Ihre Aussagen ein Eid leisten? Keine Ahnung. Wie viel kostet der denn? Er fragt, ob Sie quasi drauf schwören können, die Wahrheit zu sagen. Scheiß auf den Eid! Und scheiß auf dich! Er scheißt die ganze Zeit auf mich. Ich schwöre, dass ich sein Geld nicht angefasst habe. Schön. Also, ich muss kurz, falls Alpay die Reaction sieht, Digga, sehr, sehr viele Schimpfwörter in seinen Videos. Und mit sowas würde ich halt echt immer so ein bisschen aufpassen, ne? Gerade YouTube, Digga, mit der Zielgruppe und so, die Alpay auch anspricht, die ist ein bisschen jünger. Da muss man schon so, ich sag mal, vorsichtig sein, weil ich habe schon öfter einfach mitgekriegt, dass so ein Algorithmus solche Videos auch nicht unbedingt richtig gut vorschlägt. Aber ja, Digga, was sollen wir machen, ne? Müssen wir jetzt ja auch einfach mitnehmen, Digga. Die Schimpfwörter. Was soll ich machen, Digga? Worauf wollen Sie denn schwören? Auf den Koran? Oder doch vielleicht auf die Bibel? Auf was? Haben Sie auch den ersten Teil von Harry Potter auf Türkisch? Sie sind nicht der Hellste, oder? Und Sie sind nicht der Dunkelste. Und jetzt? Sagen Sie was, Sie sind doch mein Pflichtverteidiger. Beleidigen Sie ihn zurück. So geht das nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Scheiß auf dich, ich will einen anderen Verteidiger. Warum? Der verteidigt mindestens so schlecht wie Harry Maguire. Sie greifen an, er verweigert zu verteidigen. Passen Sie auf, ich bin da, um Ihnen zu helfen und es schaut wirklich schlecht für Sie aus. Also sagen Sie jetzt die Wahrheit, bevor Sie noch wegen Falschaussage angeklagt werden. Einen Scheiß mache ich. Endet wirklich nicht gut. Ich will ihn nur helfen. Scheiß auf dich. Und er scheißt wieder auf mich. Gibt es etwas, was Sie mir mitteilen möchten? Nö, deshalb haben wir ja auch geflüstert. Dann unterlassen Sie ab sofort das Geflüstere, denn hier vorne spielt die Musik. Wie Sie sehen, haben wir beide keinen Bock auf Scheißmusik. Oh. Das habe ich nicht gesagt. Das hat er gesagt. Wissen Sie was? Digga. Ich glaube, nein, ich bin mir schon sicher, dass Sie schuldig sind. Deine Mutter ist schuldig. Okay, jetzt reicht's. Dafür lasse ich Ihnen 200 Euro Bußgeld aufschreiben. Da haben Sie sich... 200 Euro? Wenn du das zum Richter sagen würdest, Bruder, das ist ein bisschen teurer als 200 Piepen. Sage ich, wie es ist. Na, Kontrolle. Was ist? Haben Sie noch was hinzuzufügen? Eigentlich schon. Am liebsten würde ich Ihre ganze Sippschaft beleidigen, aber bei den Wucherpreisen lieber nicht. Herr Richter, bitte sehen Sie eine Strafe hinweg. Mein Mandant hat sich nicht unter Kontrolle. Ja, genau. Ich hab Tourette, Sie Wichser. Sehen Sie, er beleidigt unbewusst. Er ist dement. Er ist sich nicht drüber im Klaren, was er sagt. Alles unbewusst, Sie Steckdosenbefruchter. Also gut, wir machen es kurz. Geben Sie es zu, die 1000 Euro geklaut zu haben, nachdem Sie das Opfer bedrohten und schlugen. Können wir kurz darüber reden, Digga? Steckdosenbefruchter? Wo kommt das Wort denn jetzt auf einmal her? Hä? Nein. Haben Sie denn ein Alibi? Aldi? Hat Sie jemand beim Diebstahl gesehen? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Er meint natürlich nicht. Er hat kein fremdes Geld gesehen. Gestehen Sie denn, dass Sie das Auto geklaut haben? Ja, aber wenn ich dafür bestraft werde, frage ich mich, wo ist die Justiz, wenn wir sie brauchen? Wie bitte? Herr Polizist, Sie wissen es am besten. In was für einem Zustand war das Auto? Nun ja, TÜV war abgelaufen, das Auto war nicht mehr verkehrstauglich, also eigentlich eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Wir sehen hier, mein Mandant wollte das Auto zur Werkstatt bringen, um zu verhindern, dass das Opfer Dietmar Dieter, ne, andere Verkehrsteilnehmer und Passanten in Gefahr bringt. Nein, das ist Ja, auf einmal so. Würde zwar niemals recht so funktionieren, aber auf einmal so. Was? Deshalb auch meine 1000 Euro. Ich wollte damit das Auto reparieren lassen. Jetzt ergibt alles auf einmal einen Sinn. Das ist so großzügig. Sie sehen, mein Mandant ist unschuldig. Also gut, Sie haben die Wahl. 180 Sozialstunden oder 3500 Euro. Oh, das ist eine tolle Geste von Ihnen. Dann nehme ich natürlich die 3500 Euro. 3500 Euro Strafe. Ach so. Oh. Herr Richter, bitte überdenken Sie Ihre Entscheidung. Lieber ein Sachschaden als ein Personenschaden, der womöglich zustande gekommen wäre, wenn dieses Monster da drüben in das Auto gestiegen wäre. Sie haben irgendwo damit recht. Na dann, kommen wir zum Entschluss. Die Anklage wird fallen gelassen und der Angeklagte wird als nicht schuldig erklärt. Yes, gewonnen! Ja. Heißt das, dass ich jetzt die 1000 Euro behalten darf? Oh! Oh! Was haben Sie getan? Unsere ganze Geschichte hat sich damit als unwahr bewiesen. Er hat gerade zugegeben, dass er meine 1000 Euro hat. Autsch. Ich revidiere meine Entscheidung. Der Angeklagte wird wegen Diebstahl, Raubüberfall, Körperverletzung, Fahrerflucht und Falschaussage zu 12.500 Euro und 350 Sozialstunden verurteilt. Der Prozess ist hiermit beendet. Na
Strafe teilen wir durch zwei, oder? Was? Mitgehangen, mitgefangen. Du hast mitgelogen. Meine ganzen Bemühungen, diesen Prozess zu gewinnen, waren umsonst. Oh, gut, danke. Wenigstens war ich da. Mann, das ist so dumm. Ich freue mich, dass du es für mich umsonst gemacht hast. Wisst ihr was? Scheiß auf dich und scheiß auf dich. Scheiß auf euch beide. Ach ja, Herr Richter. Wären Sie vielleicht so nett und würden Ihre Frau fragen, ob ich die Sozialstunden bei ihr ableisten kann? Sie kann bestimmt mal wieder Abwechslung brauchen. Lassen Sie sofort mein Gericht zahlen! Mann, ist das dumm, Alter. Oh, das war mal ein anderes Video, ne? Ey, so eine Sketches, Digga, das kann ich mir vorstellen, ist extrem anstrengend. Ich würde Alper, glaube ich, auch mal empfehlen, dass er einfach mal mit Shorts Reactions anfängt, Digga, weil mich würde auch mal interessieren, wie er so reagiert. Also, falls du das siehst, Bruder, ich habe den Sketch sehr gefeiert. Scheiß auf dich. Und damit sind wir raus. Denno out.